Dr. Eugen Drewermann. Liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier stehen, um zu sagen, was 70% der deutschen Bevölkerung sagen. Raus aus Afghanistan, heute lieber als morgen. Wir fordern diesen Abzug nicht im Jahr 2015, im Jahr 2020 oder, wie Frau Clinton bereits andeutet, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir fordern ihn jetzt. Wir müssen das auf Plätzen und auf Straßen sagen, weil im Deutschen Reichstag 90% der Leute, die wir als unsere Vertreter gewählt haben, genau das Gegenteil sagen. Schröder und Fischer 2001. Wir verteidigen unsere Werte am Hindukusch. Peter Struck. Wir verteidigen unsere Sicherheit in Afghanistan. Lüge jagt die Lüge. Rot-Grün nannte sich diese Klientel der Hörigkeit den USA gegenüber. Frau Merkel und der Steinmeier konnten das Desaster allenfalls ausdehnen, in keinem Punkte widerlegen. Schwarz-Rot war nur die Fortsetzung der alten Fehler. Und Schwarz-Gelb, Merkel und Westerwelle, schieben ein neues strategisches Programm vor, wie sie es nennen, nur um alles, was schon falsch war, so weit eskalieren zu lassen, dass es irreparabel für Jahrzehnte werden wird. Deshalb sagen wir Nein zum Krieg in Afghanistan und zu dieser Verwaltung des deutschen Volkes im Reichstag. Von sämtlichen dort sitzenden Parteien ist einzig die Linke konsequent gegen diesen Krieg gewesen. Deshalb sind Sie unsere Verbündeten. Vielleicht, dass man es in Nordrhein-Westfalen bei der nächsten Wahl sich merkt. Man erklärt, unsere Sicherheit stehe auf dem Spiel, wenn wir die Taliban nicht niederbomben. Afghanistan hat in 3000 Jahren Geschichte niemals ein fremdes Land angegriffen. Und es konnte dies nicht einmal, weil es ein Staat in westlichem Sinne gar nicht war. Es ist eine Vielvölkermischung, zusammengehalten durch Stammesführer, uniert in der Loya Jirga von Fall zu Fall. Bis dass die Sowjets von Brzezinski hineingelockt wurden nach Afghanistan, war es eine formelle Monarchie, aber kaum mit Einfluss in den Randprovinzen. Afghanistan hat niemanden bedroht, aber dies jetzt ist der fünfte Krieg, den Europäer führen in Afghanistan. Dreimal die Briten, einmal die Sowjets und neuerdings die USA, die NATO und wir Deutschen natürlich mit dabei. Wer greift da wen an? Was wir sehen, ist, dass Neokolonialismus, Imperialismus und Militarismus lediglich Worte für ein und dieselbe Sache einer internationalen Aggression rund um den Globus werden sollen. Dagegen müssen wir sein zur rechten Zeit und rechten Stunde. Die ist heute. Man erklärt uns, dass wir die Terroristen am Hindukusch zwischen Herat, Kabul und Kandahar zu jagen hätten. Die Taliban sind keine Terroristen. Sie sind an die Macht gedrückt worden von den Vereinigten Staaten von Amerika, um einen unheilvollen Bürgerkrieg in irgendeiner Weise durch Verbündete zu ersetzen. So wie Al-Qaida von den Amerikanern eingesetzt wurde, um die UdSSR aus Afghanistan zu treiben. Heute sind es die Russen, die der NATO bescheinigen, dass wir gerade dabei sind, alle Fehler aus dem russischen Besetzungsprogramm zu wiederholen. Freiheit der Frauen wollten auch die Sowjets. Zugang zu Bildungsmitteln auch die Sowjets. Was sie aber vor allem wollten, war das Diktat ihrer selbst, der Fingerabdruck von Fremden in einem anderen Land.
Genau das treiben wir und deshalb werden wir genau denselben Misserfolg erleben. Ein Krieg gegen den Terror, wie George W. Bush, der Jüngere, ihn nannte, ist schon begrifflich ein Widersinn. Terror ist kein Gegner, sondern eine Methode der Kriegsführung im Status der Unterlegenheit. Dann aber muss man sich fragen, wer hier der Terrorist ist. Jemand, der sich mit dem eigenen Körper in die Luft sprengt, um maximalen Schaden anzurichten, ist ein Terrorist. Vor allem, wenn er das tut, vor einer Moschee, auf einem Marktplatz, in einem Omnibus, wo es ganz sicher viele Zivilisten trifft. Was aber ist es, wenn man in Wyoming Predator-Drohnen mit Hellfire-Raketen ausgestattet über Pakistan, Waziristan, über Afghanistan schickt und Bomben lässt und Bomben lässt aus sicherer Entfernung, Kaffee trinkend und das Computerprogramm abrufend? Wer eigentlich ist da der Terrorist, wenn wir hören, dass jetzt in Helmand bei der neuen Offensive mal wieder 7 Tote durch Kollateralschäden, 20 Tote durch Kollateralschäden zustande kämen? Der Hass auf die Besatzer, die nur morden können aus sicherer Entfernung, muss jeden infizieren, der sich dies seit Jahren jetzt mit ansieht. Wir jagen nicht die Terroristen, wir sind selber Terroristen in Afghanistan. Und deshalb fordern wir unsere eigenen Soldaten auf. Fordern wir unsere eigenen Soldaten auf, zu tun, was manche in Amerika längst getan haben, den Befehl zum Töten zu verweigern, zu desertieren gegen den eigenen Fahneid. Und die vermeintliche Treue zu scheindemokratischen Regimen zu ersetzen durch die Treue zu einer Menschlichkeit, die jeder fühlen kann. Das Töten von Menschen ist nicht das Retten von Menschen. Das Bomben von Menschen ist nicht das Befreien von Menschen. Die Kinder, die heute 8 Jahre alt sind in Afghanistan, gehen mit schreckgeweiteten Augen durch die Straßen und haben nie gesehen den Aufgang eines Morgenrots von Freiheit und Frieden. Wir sind es den Menschen, die da heute leben, schuldig, mit dem Wahnsinn aufzuhören. Man hat dem Pentagon sich einfallen lassen, zur Propaganda 2001 dieses Krieges natürlich die Frauen mit ins Boot zu holen. Wir führen Krieg tatsächlich für die Frauenrechte. Wenn dies so wäre, hätten die Amerikaner eine Menge zu tun, ihren prostituierten Hinterhof in Bangkok, die Folgeschäden des amerikanischen Vietnamkriegs mit Hunderttausenden von heroinisierten GIs endlich aus der Welt zu schaffen. Das wäre Befreiung von Frauen am eigenen Ort. Die Burka jedenfalls hat nichts mit Taliban zu tun. Sie war vor ihnen da und sie wird nach ihnen sein. Jetzt aber neuerdings erklären uns Merkel und Herr Guttenberg, wir müssten die Taliban bekämpfen. Wer eigentlich sind sie, dass sie so gefährlich macht? Islamistische Fundamentalisten nennt man sie. Sie denken ganz genauso wie ihre Lehrmeister in Saudi-Arabien, wahhabitische Koranauslegung. Das ist ihre Heimat. Dagegen kann man sein oder auch dafür. Es ist ganz sicherlich kein Kriegsgrund. Man hatte im Jahre 2001 im Juni eine Versammlung in Bonn, hier in Deutschland, mit den Taliban. Sie waren damals noch Bündnisgenossen der Vereinigten Staaten von Amerika und es ging um den wichtigen Verhandlungspunkt, den Dick Cheney ins Gespräch brachte, 2 Pipelines zu legen vom Kaspischen Meer zum Persischen Golf. Das verweigerten die Taliban und damit waren sie dran. 9/11 war nichts weiter als ein Vorwand, die Kriegspläne endlich aus dem Sack zu holen. Zu kämpfen aber für Erdgas und für Erdöl, wie gerade schon gesagt wurde, verdient nicht das Blut von Menschen,
weder der Deutschen, der Afghanen, der Amerikaner, der Briten.